Willkommen zum Ausblick auf die kommende Woche. Ja, ruhiger wird es am Markt in der nächsten Woche voraussichtlich definitiv nicht. Italiens Haushaltsplan für 2019 wurde von der EU-Kommission wie erwartet zurückgewiesen. Dazu kam, dass Moody's am Freitagabend die italienische Kreditwürdigkeit auf Baa3 gesenkt hat. Das ist genau eine Stufe über Ramsch. Und die EU-Kommission erwartet bis Montagmittag Italiens Antwort auf die Zurückweisung des italienischen Haushalts. Die Märkte hatten das Ganze trotzdem gar nicht so dramatisch gesehen, weil Matteo Salvini mal nicht sofort losgepoltert hat am Freitag, sondern erklärt hat, dass er sich am Freitag am Wochenende nach Rom begeben möchte und das Ganze sich erstmal anschauen möchte. Dass uns trotzdem wahrscheinlich nichts Gutes, also ein Entgegenkommen der Italiener blüht, das muss man zumindest mal erwarten, denn ansonsten würden die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega ja doch relativ schnell zu normalen Parteien werden, wenn sie da einknicken. Denn sie haben ja eigentlich doch sehr laut angekündigt, dass sie nicht einknicken werden. Und wie ihre Wähler dann darauf reagieren würden, wenn nun doch eingeknickt wird, das muss man mal abwarten. Auf der anderen Seite zahlt Italien mittlerweile doch schon ziemlich hohe Zinsen und muss natürlich eben dann auch die Frage aufwerfen, ob man tatsächlich dann einfach so gegen die Märkte agieren kann. Das könnte am Ende dann doch ziemlich schief gehen. Schauen wir mal. Auch die Geopolitik wird wohl nicht ruhiger werden. Die USA wollen aus dem Atomabrüstungsvertrag mit Russland, aus dem INF, austreten. Da geht es um landgestützte Marschflugkörper, die auch Atomwaffen tragen können. Die sind zurzeit verboten. Das wollen die Amerikaner aufrüsten. Aufkündigen, das bedeutet letztendlich, dass die Russen auch hemmungslos rüsten können, genau wie das die Amerikaner wohl vorhaben. Und das ist für die Sicherheit Europas sicherlich nicht wirklich wünschenswert, wird aber wohl trotzdem kommen, denn Donald Trump hat in seiner Amtszeit bisher wenig Rücksicht auf europäische Befindlichkeiten genommen. Wir sind zwar angeblich Verbündete, die Frage ist nur, ja, wie man das dann interpretiert. Aus China gab es schwache Wirtschaftsdaten, um wieder zur Konjunktur zurückzukommen. Kam an den Märkten auch nicht so richtig gut aus, außer in China. Da hofft man nämlich, dass die Regierung schon irgendein Gegenmittel hat. Schauen wir ganz einfach mal. China ist auch, was den Staat betrifft, hoch verschuldet. Von der Warte aus wird es auch hier spannend, wie das Ganze weitergeht. Japan glänzte in Anführungsstrichen mit schwachen Exportwerten. Ja, dann gab es Lichtblicke immerhin aus der US-Konjunktur. Die Quartalszahlen der Unternehmen waren ziemlich gut aus Europa. Auf der anderen Seite gab es mehrere Gewinnwarnungen. Darunter waren Fresenius, Michelin und Daimler. Ja, und dann doch wieder zurück zur Geopolitik. Da haben sich zigtausende aus Honduras und El Salvador auf den Weg Richtung USA gemacht. Haben zum Teil gewaltsam die südmexikanische Grenze mittlerweile durchbrochen. Sie flüchten vor Korruption, vor Armut und vor Gewalt in diesen Ländern. Da kann der eine oder andere jetzt wieder sagen, das sind ja illegale Flüchtlinge. Nein, sind sie nicht. Man kann in diesen Ländern kaum sicher leben und deswegen flüchten diese Menschen eben. Eine Flucht ist nie eine schöne Sache, wenn man sich überlegt, die sind jetzt also in Südmexiko, die müssen durch ganz Mexiko laufen. Was Mexiko versuchen wird zu unterbinden, das ist also keine schöne Sache. Und die USA haben allerdings den Mexikanern schon mal angedroht, dass sollten sie die Flüchtlinge nicht zurückhalten können, dann würden die USA auch gerne das Handelsabkommen mit Kanada und und Mexiko wieder kündigen. Also es kann dann durchaus auch wieder eben auf die Wirtschaft zurückschlagen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch den altbekannten Handelsstreit zwischen den USA und China. Der ist auch noch nicht gelöst und der wird wohl in den nächsten Tagen auch nicht gelöst werden. Schauen wir mal auf ein paar Charts. Und da fangen wir dann mit einem Thema an, das eben auch noch eine Rolle spielt am Markt, und das sind die hohen Zinsen. Anfangen tun wir mal mit der US 10-Jahres-Anleihe, 3,2%, ist in der letzten Woche nicht weiter gestiegen, wie wir hier sehen, aber immerhin, es bleibt auf hohem Niveau. Und damit ist natürlich diese sichere US-Staatsanleihe, denn wenn die USA pleite gehen, dann können die einfach neues Geld drucken und dann sind sie halt nicht pleite. Also angesichts dieser sicheren Anlage, die also doch eine ziemlich gute Rendite mittlerweile abwirft, drängt es eben immer mehr Anleger auch in diese 10-Jahres-Anleihe.
Anleihe hinein und damit bleibt natürlich weniger Kapital auch für die Aktie übrig. Auch das ist natürlich ein Problem für die Aktienmärkte, gar keine Frage. Die deutsche Anleihe hat in der letzten Woche erst einmal deutlich nachgegeben, um dann am Freitag ein bisschen zurückzukommen, aber immerhin wieder deutlich unter 0,5% zurzeit gehandelt. Die italienische Anleihe, die hat das so nicht hingekriegt. Immerhin konnte man die 3,8% dann doch verhindern und es fiel der Zinssatz dann doch wieder zumindest mal, zeitweise sogar unter 3,6%. Aber insgesamt, sage ich mal, gibt es hier auch wenig Entspannung. Und wie gesagt, es ist in der nächsten Woche. Es kommt darauf an, was die Italiener am Montag letztendlich der EU-Kommission antworten. Sollten die Italiener wieder erwarten, doch einlenken, dann könnte das natürlich, sage ich mal, den Zinssatz nach unten drücken. Wenn nicht, geht es weiter hoch. Zumal, wie gesagt, Moody's schon mal die Kreditwürdigkeit auf kurz vor Ramsch heruntergestuft hat. Dann haben wir den DAX natürlich. Der DAX hat in der letzten Woche, mal kurz einen Ausflug versucht, Richtung 11.800. Aber mehr als der Versuch war es dann eben nicht. Wir haben dann doch ziemlich schnell wieder korrigiert. Wie gesagt, die ganzen Probleme habe ich ja gerade genannt und wir sind jetzt eigentlich doch wieder eher in einem bärischen Muster. Das Positive für die Bullen ist, dass die 11.500 erst einmal gehalten hat. Mal schnell den Ichimoku erklärt, oben die orangefarbene Linie, das ist der Kijun und unten der Kijun ist die Linie für 26 Zeiteinheiten und unten haben wir den Tenkan, der bildet 7 Zeiteinheiten ab. Und das Mittel daraus immer und dann haben wir noch hinten den hellblauen Nachläufer. Und die Wolke natürlich. Wir sind also im DAX zurzeit unter der Wolke. Der blaue Tenkan hängt unter dem Kijun. Das ist alles eher bärisch und auch der hellblaue Nachläufer ist also unter den Kursen und sogar unter der Wolke, auch das ist bärisch. Also insgesamt haben wir hier ein bärisches Muster im Stundenchart, wobei man natürlich sagen muss, dass Tenkan und Kijun jetzt schon eine ganze Weile seitwärts laufen, was durchaus dafür sprechen könnte, dass es auch eine Konsolidierung mit anschließender Erholung geben könnte, wieder an die 11.800, das ist nicht so ganz klar. Trotzdem ist hier natürlich die Gefahr eines Bruchs nach Süden Richtung 11.394, dem Tief des Monats auf alle Fälle mal drin. Und das ist dann, glaube ich, auch das Jahrestief, das sehen wir gleich. Auch der Ichimoku im 4-Stunden-Chart ist allerdings nicht so ganz bärisch. Hier fehlt zu richtig bärisch letztendlich, dass der Tenkan unter den Kijunen müsste. Hier mal rot eingekreist, also die blaue Linie müsste jetzt die orangefarbene noch nach Süden kreuzen. Dann hätten wir ein hervorragendes Verkaufssignal. Das haben wir im Daily-Chart, sind wir sowieso bärisch. Da sehen wir, der blaue Tenkan ganz klar zeigt nach unten. Der Kijun seitwärts, das könnte dafür sprechen, dass wir hier einen überverkauften Status bekommen in Zukunft, aber auch hier ist also durchaus eher, die sind weiterhin eher die Bären im Geschäft. Ziemlich überverkauft ist auch der Wochenchart, das deutet vor allem die Wolke hin, die doch sehr, sehr hoch liegt, aber ansonsten sind wir hier natürlich auch weiterhin in einem Abwärtstrend und wir sehen hier sehr schön, dass wir hier eben auch den Aufwärtstrend, der ist noch immer übergeordnet, sind wir immer noch in einem Aufwärtstrend seit 2011 im Übrigen. Und der liegt zurzeit eben so bei 11.100. Das könnte also ein durchaus interessantes Ziel werden. Das Ganze muss man mal ein bisschen abwarten. Insgesamt übrigens der Jahresverlust bisher bei minus 10,5%, also es ist minus 10,5% im DAX schon. Also da haben wir doch eine ganz andere Performance als in den letzten Jahren. Das muss man auch mal festhalten. Wir ziehen das Ganze noch ein bisschen zusammen. Dann sehen wir, der Aufwärtstrend läuft seit 2011. Eigentlich so ziemlich ununterbrochen. Zwischendurch gab es 2015 eine Korrektur. Aber ansonsten war das schon eher immer eine Bewegung nach oben. Man muss natürlich auch sagen, wenn man das jetzt auf die ganze Zeit jetzt sieht, ja ab 2011 ist die diesjährige Korrektur, naja, es ist eben eine kleine Korrektur, ne? Also wer hier irgendwas von Crash erzählt, der hat den Markt auch nicht so ganz verstanden. Sollten wir unter die 11.100 übrigens brechen, wäre dann eben auch der Fibonacci Retracement durchaus interessant bei 10.325. Solange wir da nicht durchrauschen, wäre das Ganze auch immer noch eben eine Korrektur, die es eben dann auch immer geben muss.
Das wäre aber insgesamt noch keine dramatische Veranstaltung jetzt über den langen Zeitraum gesehen. Also wer jetzt hier schon Weltuntergangsstimmung verbreitet, der könnte ein bisschen sehr voreilig sein. Euro-US-Dollar hat in der letzten Woche erstmal ordentlich nachgegeben. Klar, Italien drückt extrem. Am Freitag gab es dann die Gegenbewegung mal 1,1540. Wäre da noch zu nennen als nächster Widerstand und dann die 1,1610, dass wir da jetzt sehr lange sehr bullig werden. Schauen wir ganz einfach mal, nächste Woche gibt es eine EZB-Zinssitzung, allerdings ist da nicht damit zu rechnen, viele damit, dass das eine ziemlich langweilige Veranstaltung wird. Auf der anderen Seite könnte allerdings die Fed auch sich Sorgen um Italien machen und das könnte auch geldpolitisch durchaus Auswirkungen haben, denn vielleicht, die EZB hat ja auch immer sehr stark darauf geguckt, dass die Spreads zwischen den Zinsen der einzelnen Staatsanleihen nicht zu groß werden. Und zwischen Deutschland und Italien beispielsweise haben wir zurzeit einen Rekordspread von über 3%. Und das könnte also der EZB durchaus Sorgen machen. Und das könnte durchaus dazu führen, dass das anderen auch den Euro eher drückt und dass die EZB letztendlich ja dort durchaus zu erkennen gibt, dass sie da intervenieren müsste. Ganz einfach, um die Stabilität, die Finanzstabilität in allen Eurozonenländern zu erhalten. Das ist ja nun mal ihr Mandat. Viele werden dann wieder schimpfen und sagen, das ist doch monetäre Staatsfinanzierung. Ja, ist es quasi auch, das ist immer sehr schwer auseinanderzuhalten, muss man ganz einfach dann eben mal sehen. Mal schauen, was Mario Draghi sagt. Mario Draghi hat wahrscheinlich eher kein Interesse daran, die aktuelle italienische Regierung zu stützen, denn das ist nicht seine politische Überzeugung, die da zurzeit in der Regierung vorherrscht. Schauen wir uns den 4-Stunden-Chart an, sehen wir auch, dass es eben hier in der, am Freitag eine deutliche Erholung bis an die Wolke gegeben hat. Wir sind also noch unter der Wolke, der Tenkan auch sehr weit unter dem Kijun. Ja, ich würde das Ganze jetzt mal als neutral bewerten. Wir haben natürlich jetzt einen Doppelboden bei 1,1430. Sollte der brechen, dann ist wie gesagt weiterhin die 1.1305 durchaus ein Ziel. Im Daily Chart sehen wir, dass wir übergeordnet natürlich in einem Abwärtstrend agieren und der auch erst gebrochen wird, so um die 1.17 herum. Dann haben wir den S&P 500, der ist in der letzten Woche seitwärts gelaufen. Ja, das könnte man als Stabilisierung bewerten, aber so richtig. So, dass die letzte Dynamik fehlt dann eben auch. Wir sind jetzt auch im Stundenchart wieder unter der Wolke. Das muss man mal ganz einfach abwarten. Am Freitag gab es auch nochmal ein kleines Minus hier. Also so richtig stabil ist das Ganze nicht. Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, muss man sagen, naja, 2690, die 61,8% Linie hier aus dem Fibonacci Retracement könnte durchaus interessant werden. Schauen wir mal. Insgesamt sieht das schon ziemlich bärisch jetzt aus. Auch der S&P 500 hat in diesem Jahr natürlich nachgegeben, allerdings nicht so dramatisch, wie es beim DAX gewesen ist. Ich habe hier mal den Stundenchart genommen. Die Kerzen, das ist der S&P 500 und die rote Linie, das ist der DAX. Und da sehen wir, dass der DAX halt in den letzten Wochen doch deutlicher verloren hat, was eben kein Wunder ist, weil die US-Konjunktur läuft nach wie vor ziemlich gut. Von den Unternehmen, von den großen Unternehmen gab es bis jetzt eigentlich keins, das die Erwartungen nicht erfüllt hätte. Und aus Europa und vor allem eben auch aus Deutschland gibt es neuerdings regelmäßig Gewinnwarnungen. Das klingt alles nicht so richtig gut. Nicht wahr? Besser lief es im Tech-DAX in der letzten Woche, der hat zwar auch ein bisschen nachgegeben, aber Technologiewerte waren in der letzten Woche durchaus zum Teil gesucht, hatte unter anderem mit Netflix zu tun, das sehr gute Zahlen in den USA geliefert hat. Der Nasdaq hat sich dann eher so verhalten wie der S&P 500, wie wir hier sehen. Der S&P 500 ist ja der am breitesten angelegte Leitindex in den USA und spiegelt so ein bisschen so die Gesamt-US-Wirtschaft durchaus wider. Dann haben wir hier den Nikkei, der hatte in der letzten Woche auch eher Fallsucht, konnte sich dann zum Schluss am Freitag auch ein bisschen erholen, hatte damit zu tun, dass der Yen ein bisschen schwächer geworden ist und da sind wir dann eben auch gleich mal beim US-Dollar-japanischen Yen. Der Yen letzte Woche durchaus, vor allem anfangs der Woche gesucht,
Später dann konnte er ein bisschen korrigieren. Der Yen wurde dann doch eben zuletzt doch als sicherer Hafen gesucht und das könnte auch in der Zukunft sich durchaus fortsetzen, wäre nicht so gut für den Nikkei. Ja, auf der Oberseite haben wir bei 112,80 auf alle Fälle mal einen wichtigen Widerstand. Mal schauen, ob wir da drüber kommen. Kämen wir da drüber, ja, dann könnte es vielleicht mal in die andere Richtung gehen. Wichtiger Widerstand auch noch, sehen wir hier sehr schön. Die Linie bei 113,35, die sollte man auf alle Fälle auch nicht unterschätzen. Gold, der sichere Hafen, dadurch auch weiter gefragt. Das ist insofern interessant. Gold ist ja eine Anlageform, die, wenn die Zinsen, die Anleihezinsen sehr hoch sind, nicht so zum Zug kommt, weil eben US-Anleihen beispielsweise oder deutsche Anleihen eben auch sehr sicher sind. Und Gold gilt ja auch eben als sehr sichere Anlage, als wertbeständige Anlage. Aber Gold bringt halt keine Rendite, außer eine Wertsteigerung vielleicht. Während eben die Anleihen eben eine Rendite abwerfen. Und deswegen ist sind Anleihen zurzeit ganz einfach eben durchaus eben auch sehr gefragt. Und das drückt eigentlich auf Gold, auf den Goldkurs. Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, die Zeit ist sehr unsicher. Das merkt man eben auch ja an der Volatilität, die wir gerade gesehen haben. Es geht schon ein bisschen auf und ab. Und da parkt dann der eine oder andere Anleger eben gern im sicheren Hafen sein Kapital. Und da kommt dann eben Gold auch zum Zug. Wenn wir uns das Ganze im Daily Chart anschauen, sehen wir, dass die 1236 dann doch eine ziemlich wichtige Marke ist. Wird man diesen Widerstand brechen, könnte es vielleicht sogar bis 1282 weitergehen, die Erholung. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, die Zinsen sprechen eigentlich dagegen. Rohöl ist gefallen und das, obwohl es ja zuletzt jetzt sogar die Gefahr zumindest gab, dass es diplomatische Verwicklungen zwischen Saudi-Arabien und den USA gibt und Saudi-Arabien soll dann auch mit utopischen Ölpreisen gedroht haben, was sie dann gegenüber der OPEC aber wohl wieder dementiert haben. Schauen wir ganz einfach mal, dass der Ölpreis nicht höher liegt, liegt auf der einen Seite daran, dass die US-Produktion brummt, dass die Lagerbestände deutlich steigen und auf der anderen Seite eben, es gibt inzwischen doch Konjunktursorgen, jetzt mal von den USA abgesehen, da gibt es die noch nicht, aber ansonsten die Weltwirtschaft, die Prognosen sind ja von vielen Institutionen zuletzt gesenkt worden und das macht sich natürlich auch im Ölpreis irgendwie bemerkbar. Also zurzeit ist die Tendenz hier ganz klar bärisch. Im WTI, also im amerikanischen Leichtöl, was wir uns hier gerade mal ansehen und natürlich auch im Brent, das ist also das, was in Europa mehr gehandelt wird, da sind wir inzwischen auch unter die 80-Dollar Marke wieder gefallen. Wichtiger Support hier bei 78, 65 bis 25 und wenn wir uns das Ganze im Daily Chart anschauen, sehen wir, dass da jetzt gerade der blaue Tenkan rechts neben den Kursen den orangefarbenen Kijun erreicht hat und das kreuzen könnte. Auch der hellblaue Nachläufer ist in die Kurse gefallen. Das könnte also für eine Fortsetzung der Korrektur sprechen. 75 Dollar, da hätten wir die Wolkenunterkante. Das wäre also hier im Daily Chart durchaus ein interessantes Korrekturziel. Dann haben wir den Shanghai Composite und da sehen wir also richtig gut, war das Ganze in der letzten Woche nicht, was in China abgeliefert wurde, bis dann eben der Freitag kam und da haben wir uns dann an Support, also auch da gab es erstmal ein Gap auf den Support bei 2455 und dann gab es doch eine ziemlich robuste Erholung, das ist schon sehr interessant und da wird es jetzt eben sehr spannend, wie es dann in der nächsten Woche weitergeht, ob die chinesischen Anleger tatsächlich darauf spekulieren, dass die chinesische Regierung schon alles retten wird oder ob dann vielleicht doch eine neue Unsicherheiten hereinkommen. Das muss man mal abwarten, ganz einfach. Also wie gesagt, hier hat der Shanghai Composite erst einmal am Freitag eine beeindruckende Gegenbewegung hingelegt. US-Dollar, chinesischer Yuan. Der Yuan bleibt weiterhin schwach, hat in der letzten Woche wieder nachgegeben. War das Paar US-Dollar, chinesischer Yuan dann schon über 6,95. Danach wieder eine kleine Korrektur. Jetzt sind wir wieder in diesem Abwärtstrendkanal, aus dem wir schon mal fast ausgebrochen waren. Das sieht aber nach wie vor eher eben korrektiv aus. Muss man mal abwarten. Bis jetzt sind wir auch nicht unter die Wolke gefallen. Da wird es also auch sehr spannend, wie das Ganze am Montagmorgen startet. Wichtiger Support dann noch die 6,90.
50, dann haben wir mal den FTSE 100, das ist der Aktienindex aus London, mit reingenommen. Brexit, die Gefahr eines ungeregelten Brexit ist nach wie vor durchaus da. Das größte Problem ist die Grenzfrage zwischen der Republik Irland und Nordirland. Ist nach wie vor nicht geregelt und wie das geregelt werden könnte, ist auch bisher nicht so richtig klar. Bei 7090 haben wir Widerstand, der ist nicht überwunden worden. Es gibt mittlerweile Expertisen, die sagen, dass wenn es einen ungeregelten Brexit gibt, könnte das bis zu 500.000 Arbeitsplätze in Großbritannien kosten. Schauen wir ganz einfach mal. Also so richtig beruhigend ist das eigentlich für den Markt nicht. Kämen wir über die 7090, wäre 7220 das nächste Ziel, auf der Unterseite das bisherige Verlaufstief. Bei 6.925. Cable hat sich erst einmal stabilisiert bei 1.3010. Hat ein bisschen auch damit zu tun, dass Theresa May ein paar Zugeständnisse wohl gemacht hat. Sie könnte sich also durchaus vorstellen, dass die Übergangsphase nach dem Austritt länger sein könnte. Ob damit die EU am Ende vollends zufrieden ist, ich weiß es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wichtig wäre der Sprung über die 1,31. Habe ich jetzt hier keine zusätzliche Linie gemalt. Da sieht man aber, dass die Wolke da ungefähr läuft. Wenn wir da drüber kämen, wäre das Ganze erst einmal ein bisschen entspannter. Man könnte zumindest von 1,3255 träumen. Unten ist die 1,2920 wichtig. Ja, und dieses Hin und Her im Brexit-Bereich hat dann auch Euro, britische Pfund erst einmal ein bisschen stabilisieren lassen. Es wäre schön, wenn wir hier noch über die 0,8825 mal drüber kämen, denn dann könnte das Paar durchaus Kurse bis Richtung 0,90 eventuell sogar anvisieren. Die kanadische Notenbank macht nächste Woche eine Zinsentscheidung und Marktteilnehmer rechnen überraschenderweise damit, dass die Bank of Canada die Zinsen anhebt. Ich rechne damit ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil meiner Ansicht nach die Konjunkturdaten ziemlich schwach sind und auch die Inflation jetzt zuletzt nicht ganz so dolle war. Aber schauen wir ganz einfach mal. Meistens liegen die Analysten ja nicht so ganz falsch. Der Markt allerdings rechnet damit scheinbar auch nicht oder preist es zumindest noch nicht so richtig ein. Denn in der letzten Woche hat sich US-Dollar, kanadischer Dollar weiter verteuert und bei einer Zinserhöhung, dann müsste ja eigentlich der kanadische Dollar ein bisschen mal zulegen. 1,31 inzwischen, wir haben also dann am Freitag die 1,3080 mal überwunden und könnten uns jetzt also diesen langfristigen Abwärtstrend mal vornehmen bei 1,3230. Sollte die kanadische Notenbank die Zinsen nicht anheben, dann könnte es also durchaus passieren, dass es da zumindest mal einen Test gibt. Sollte sie die Zinsen anheben, dann müsste meiner Meinung nach das Paar in den Bereich 1,2780 bis 1,2730 korrigieren. Da muss man also schauen. Termin, wann das ist, gibt es gleich irgendwann Ende der nächsten Woche. Auf alle Fälle. Vorher schauen wir aber noch schnell auf Bitcoin wenigstens. Die Bitcoins haben sich seitwärts bewegt. Die Volatilität ist so niedrig wie noch nie in der Geschichte der Kryptos, glaube ich, zurzeit. Ja, die spannende Frage ist, in welche Richtung es denn nun mal einen Schub geben soll. Der Daily Chart sieht noch witziger aus. Wir haben den Abwärtstrend dann mal irgendwie gebrochen, aber ja, ob es jetzt mal einen Schub nach oben gibt, oben erstes Ziel wäre 7.430 Punkte oder 1730 Dollar. Da sind wir, glaube ich, noch ein Stückchen entfernt und da schauen wir dann schnell mal eben auf die auf die Termine der nächsten Woche. Geht eigentlich erst am Mittwoch richtig los. Da gibt es die Einkaufsmanager-Indizes und eben jene Zinsentscheidung aus Kanada, wo der Markt erwartet, dass die Zinsen von 1,5 auf 1,75% erhöht werden. Schauen wir mal. Für Deutschland sehr wichtig, da Donnerstag, vor allem der IFO Geschäftsklimaindex und dann eben die EZB mit ihrer Zinsentscheidung, von der der Markt da erwartet, dass es ziemlich langweilig wird. Wie gesagt, Italien im Hinterkopf, vielleicht wird es gar nicht so langweilig, muss man mal abwarten. Ja, am Freitag dann das BIP aus den USA, das sind die wichtigsten Termine, immer neueste Informationen dazu und Chartanalysen auf meiner Internetseite larshoffmann.net. Das soll es gewesen sein, ich wünsche eine erfolgreiche Woche.